LOL, was ist das Ding nicht tot? Jetzt aber. Renntaktik! Nein, 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 nein. Nein! 4, wow, ich hab Bingo! Also nicht Bingo, aber ich hab was abgeschlossen. So, upgrade die Stufe auf Level 3. Let's go, komm. Zack. Haben wir. Yep. Vielleicht geht's die Talismane erst machen. Ja, wo habe ich mich denn hin teleportiert? Du warst eigentlich die Richtige. Ah, da muss ich hin. Nein! Jetzt hat Jay das gemacht. Nein! Jetzt hat Jay das gerade gemacht. Oh Mann. Oh, belastend. Okay. Okay, wie können wir jetzt noch vorangehen? Es ist schon echt viel weggestrichen. Wo gibt's eine Spirit Ash? Das könnten wir mal googeln. Dann könnten wir uns das nämlich doch nochmal irgendwie snacken. Die diese Weapon wielden. Okay, probieren wir doch mal mit den zwei Spirit Ashes. Ach, warte mal, ich bin doch ein Vollidiot. Schenkt ihr einem hier oben nicht welche? Ah, ich bin Dulli. Okay, schlecht. Gottfrecks Soldatenhelm. Das ist nicht das, was ich wollte. Hier sofort mal das Ding. Sind die sauer auf uns? Ne, wa? Oh, was ist denn so? Okay, ich kann sie vielleicht auch einfach kurz bekämpfen. Jetzt haben wir wirklich zwei Spirit Ashes. Ja. Okay, tja, Margit schaffen wir, glaube ich, nicht. Seaside Ruins. Ist hier irgendwo. Wäre ich mal da mein Glück. Zumindest meinen ersten Talisman schon mal zu farmen. Weil es bringt mir halt nichts, jetzt den Bloodhound zu machen, weil ich vielleicht zu schwach bin. Laufe ich hier lang. Nee. Nee, Reiterchen. Gar keine Lust auf dich. Ah, da. Könnte sein. Komm, gib Bogen. Bolzen. Nochmal. Also dafür, dass die alle keine Ahnung von dem Spiel haben, sind die erstaunlich schnell. Da lang. Vielleicht da runter. Erlebe ich das? Komm ich denn da runter? Versuchen wir den Bloodhound? Was kann ich denn noch machen? Doppel. Die Demi-Human Queen kann man noch machen. Warte mal, wie viel muss ich für ein Level-Up machen? Ich kann noch ein Level-Up machen. Sehr gut. Wenn Jay die Demi-Human Queen gemacht hat, kriegen wir das doch auch hin, oder? Oh Gott! Aha! LOL!
Okay. Nehme ich. Da unten soll das irgendwo sein. Hier ist ein Händler. Hier ist Seaside Cave. Harlig Drake Talisman. Ach du Scheiße, ist das dunkel. Ich glaube, die ist das. Das war nicht lang. Jo, wir haben sie. Okay, das war noch gut. Was probieren wir jetzt? Nochmal bolzen. Scheiße. Okay, komm, einmal noch. Was war denn das nochmal? Wer war die denn? Oh mein Gott. Royal House Scroll? Was ist das? Eins. Wie viele Talismane? Fünf. Okay. Dann muss ich jetzt da in diese... Ja. Da rein. In die Höhle. Und die schaffen. Ich glaube, das ist der Boss. Aber jetzt kommen wir dann langsam in den Kampfteil rein. Aber dann levelst du halt auch und dann sind die anderen halt auch machbarer so, ne? Also... Ist halt dann ganz cool. Solange noch keiner den Bloodhound einmal besiegt hat, würde ich auch noch erstmal sagen, kann ich das auch noch mal chillen. Sobald den einer gemacht hat, muss ich den tryen. Für mein Bingo. Okay, das war noch gut. Was probieren wir jetzt? Der wäre schon witzig, muss ich sagen. Wie kommen wir denn da jetzt am schnellsten hin? Da habe ich mir leider nichts auf dem Weg geholt. Wie viele... Ah, wir haben gerade auch ganz gut was bekommen an Seelen. Halten wir doch vielleicht nochmal von hier rüber. Das ist zwar nicht smart, aber machen wir mal trotzdem. Erst die Frage, ist der Bloodhound schwieriger als Margit? Muss pissen. Kann ich pissen. Alter, was? Bram hat Margit besiegt? Ah, okay, dann ist der Bloodhound auch nicht mehr lange dran. Da, fuck, Alter. Stark, Bram. Jetzt habe ich ein Problem, ey. Jetzt habe ich die Sorge, dass er wirklich auch den anderen Shit schafft. Relativ easy. Auch wieder nicht. Das ist ja belastend. Okay, was haben wir noch da? Aktiviere, töte, das habe ich gemacht. Töte Bloodhound. Wo ist Bloodhound? Wo muss ich denn hier? Hier lang? Ratten. Weißt du, dass Ratten-Peters Endbosse sind? Oh mein Gott, und meiner gleich auch. Bram hat einfach Margit gemacht, ey. Das ist krass. Okay, hier geht's schon mal nicht weiter. Muss ich wohl... da lang, sondern hier lang. Ach, der hier ist das. Erinnere mich, jetzt muss ich hier da runterspringen. Glaube ich in die Richtung, ne? Oh, Alter, jetzt habe ich das noch fast verschissen. Na, geben wir mal alles, wa? Das könnte jetzt witzig werden. Hallo? Hallo? Wo bist du? Und wo kommst du? Von da.
Wie viel Damage machen wir? Oh, gar nicht so wenig. Also, sobald man eine Taste drückt, führt er sein Tänzchen auf. Okay, aber sehe ich hier ja komplett als machbar an. Ich muss nur noch mal lernen. Das ist ein bisschen blöd. Habe ich noch irgendwas für Stufe? Jawohl, nehmen wir mit. Ja, da wollen wir hin. Da laufen wir hin. Auf dem Weg haben wir noch eine Grace sogar. Mitten im Bloodhound. Ah ne, das sind die Remembrances. Wie kann ich das nochmal duplikaten? Das weiß ich nicht. Weiß nicht mehr, in welche Richtung es ging. Muss ich hier lang? Oder muss... Ist doch voll im Voice Track. Oder muss ich woanders lang? Nein, 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 nein! Ich mich abfackeln. Mach mal nicht. Voll schlimm, das so durchzuspielen, ne? Ja, okay, hier ist der Boss. Gibt's hier sowas wie so Marika-Pfahl? Ich muss hier mal durchrennen. Ich mache jetzt erstmal diesen Boss. Ich versuche diesen Boss. Ich weiß gar nicht mal, was der kann. Oh nee, Alter! Ein großer. Ticken zu spät die Taste gedrückt. Aber müsste machbar sein. Moment, kann ich nicht hier direkt wieder neu starten? Marikas Pfahl, ist das hier direkt? Sollten meine Seelen nicht hier irgendwo sein? Ah, da. Ja, rein. Okay, der macht Damage auf jeden Fall. Okay, der macht viel Damage. Weil der schon direkt die Waffe hat. Schade, er hat mich getroffen. Er ist sauer.
Nice, first try. Holy shit. Sehr gut. Medaillon des Brüllens. Keine Ahnung, was das ist. Aber wir haben ein bisschen Erfahrung gekriegt. Bluthund ist immer noch nicht das Problem. Reach Talisman, da muss ich dann hochlaufen und dann um eine Ecke. Guck mal, den kriege ich auch easy. Problem? Da hatte ich vielleicht das falsche Ding ausgewählt. Und deswegen hat man eigentlich... What the fuck? Deswegen hat man eigentlich nicht das scheiß Pferd da unten drin. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie man das nicht da unten reinmacht. Okay. Ja. Ich muss kurz urinieren. Ich weiß, wie viel Zeit aber ich muss. No art to call for. I was entrusted by torrents. Und der kriegst du die Bell. Wie nutzt man nochmal die Ashes of War? Select from your inventory to activate. What? Nein, nein, weg, weg, weg. Nein. Er hat das getreu, deine Mutter. Ist halt auch schon immer ein guter Start, ne? Wenn man dem direkt so 177... Ey, ich hab doch mein Schild hochgehoben, naja, verjährt. Oh. Lass mich mal kurz... Du gibst mir keine Zeit, hä? Ich liebe seine Bewegung auch so, ne? Da habe ich nicht mit einem Schlag gerechnet. Aber ich kenne ihn auch nicht mehr so gut. Auch gute Verzögerung. Gute Verzögerung von dir, Bro. Ach, ich habe den Blut gar nicht gesehen. Überhaupt nicht drauf geachtet habe. Hätte ich vielleicht mal drauf achten sollen. Dadurch kann man natürlich nicht ganz so viel blocken. Alle Karten freischalten, klar. Das haben wir schon. Sammler, Töte, Bloodhound. Was haben wir denn noch übrig? Okay, alles, was... alles, okay, alles außer die schwarzen Sachen. Verschmelzen hinter den Töte, Deathbird, sammle 5 Talismane. Okay, ganz ehrlich, wo kriegt ein Talisman? Dragon and Seal, Location Drop, Monster Zero. Atreus Favor werde ich nicht kriegen. So, Inventar schnell. Wir können ja noch eine poppen. So, hattest du. Kaufen. Du hast keinen, wa? Ne, okay. Gut, das heißt, wir gehen jetzt kurz hier ein Stück runter. Das Ding heißt Unmarked Cave near Seaside Ruins. Okay, wir gehen jetzt diesen Talisman da um die Ecke holen. Und schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich den nächsten finde. Bluthund ist immer noch nicht attackiert worden. Kann natürlich sein, dass die da längst dran sind und auch so verzweifeln wie ich, ne? Das kann halt durchaus sein. Alter, grün sehe ich da halt echt viel.
Ein kleiner Whitester! Ah, nicht mal ansatzweise getroffen, weil ewig dann vorbei. Wieder ewig dann vorbei. Oh Gott, ich krieg so aufs Maul. Die Fresse so weit oben. Das ist ja unfassbar. Auch gute Verzögerung. Schöner Fight. Ich kann mich gar nicht mehr heilen. Das ist ein Problem. Okay. Wir machen. Dass der nicht gehittet hat, war sehr enttäuschend. Wir können nur noch einen Hit aushalten, aber er hittet uns einfach gar nicht. Was halten wir davon? Nix! Scheiße! aber macht Spaß! Macht Spaß! Sollte ich ohne Schild spielen? Überlege ich gerade. Zweihänder vielleicht mäßig, mehr Damage machen. Ich weiche sowieso die meiste Zeit aus, wenn man ehrlich ist. Also könnte man... Die Frage ist, wie ging das denn nochmal? Ah ja, so. Easy. Scheiße, müssten runter. Und wie komme ich denn hier runter? Da unten ist ja auch der Händler, bei dem ich schon war. Geht das? Ja, nice. Ja, das ist schon stark, das. Oh, gib doch mal eine Fernkampfwaffe, ey. Nur diesen einen Bogen vom Start. Okay, wir haben drei Talismänner. Ja, nicht irgendwo hier runter? So. Okay, nein, doch, hier wolltest du. Ich hab mich schon gefragt, warum das denn nicht geht. Spielgefängnis betreten. Ja, weißt du, was ist From Software einfach am stärksten? Hat er jetzt weniger Damage gemacht? Wow, ich habe erstmal die Schildtaste gedrückt. Aber insane stark von mir, muss man nochmal wieder sagen. Ne? Da hat mir das Spiel aber was geschenkt. Okay, ich muss erstmal hier wieder reinkommen. Ne? Ich habe jetzt ein anderes Movement. Der Gegner zwar nicht, aber ist ja egal. Bist du der Unmarked Buddy? Ja, Heiligtrin Talisman. Sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. Eins. Also erst hier raus. Ja, wir können es mal da probieren. Wäre dann da. Nee, da. Können wir mal probieren, ob ich das schaffe. Wobei, dann speichere ich natürlich das ab. Speichern in Anführungsstrichen, dass ich da hingehe. Stufenaufstieg. Erleben. Ich hätte die drei Level nicht in Magie reinmachen dürfen.
Das ist im Ende ein verhängnisvoller Fehler eventuell. Er hat drei Kraftteile mehr, so einfach mehr ausgehalten. Das ist ein bisschen belastend, um ehrlich zu sein. Aber so ist es halt. So, hier muss ich irgendwo reingehen, dann kann ich... Hier ist, glaube ich, auch noch irgendwo eine Grace. Aber... Du bist so scheiße. Ich ärgere mich, dass der Run gerade so kacke ist. Weil ich echt unnötige Fehler mache. Da konnte ich mich nicht. Konnte ich nicht anders. Nur weil ich einmal schlagen wollte, ich es nutzen, was natürlich Quatsch ist. Zack. Ah, wie er direkt abhaut, du kleine miese Wichser. Da habe ich mich nicht mal gut ausgewichen. Ich liebe diesen Fight einfach so sehr. Ist einfach ein geiler Fight. Woo! Töte Bluthund. So, kann ich diese geile Waffe tragen? Wahrscheinlich nicht. No. Kann ich nicht. 18 und 17. Da bin ich wahrscheinlich weit von weg, hä? Kann ich sie zweihändig tragen? 18 und 17. Was hab ich denn? 15 und 13. Das ist nicht gut. Bei Beastman auf Faram Uzerla. Ist der. Jo. Okay, das heißt, wir gehen dahin. Machen kurz den Beastman. In der einen Kirche, in dem einen Ding hier vorne. An der Wand. Und zwar quasi da drunter. So geradeaus müsste es sein. Die hier. Sieht gut aus, ja. Der ist auch. Der ist auch gut. Gut machbar. Sehr gut. Zwei. Wunderbar. Da wäre die zweite Spirit Ash gewesen. Oh, ist das leicht. Die ist hier drin einfach. Jetzt ist es noch Margit probieren. Ach Gott. Weiß ich nicht, ob das... Achso, warte mal, wir dürfen die ja spammen, ne? Hier lang. Wenn ich eh schon hier bin, eben kurz zur Ecke laufen, den anderen Talisman abholen. Die Invasion hier links brauche ich nicht mehr zu machen, weil da kriege ich eh keine Punkte mehr für. Aber wo war das Ding? Irgendwo hier. Hä? Ach so, nee, da unten. Komm ich denn hier runter? Ja, hier muss ich ja runter. Ich glaube hier lang. Hier lang sieht doch exzellent aus. Bitte Bluthund. Fickte Scheiße. Was der Bluthund jetzt machen? Dreck! Okay, gebe ich Gas. Ich habe keine Ahnung. Ich muss hier rein speichern, wie ich das habe.
Und dann skillen. Das Ding ist erstmal irrelevant, solange ich nicht einen Bluthund habe. Boah, das wird anstrengend jetzt. Weil damit kann man mir halt einen Dingens kaputt machen. Peter braucht übrigens auch nur noch 4 Ansammlungen, Anrufungen und hat damit dann quasi sein eigenes Ding fertig. Ich kann mir vorstellen, dass Bram nämlich jetzt auch auf entweder die Anrufungen geht oder auf Töte Bluthund, damit ich die Punkte nicht kriege. Deswegen müssen wir jetzt das so schnell es geht schaffen. Jetzt muss ich das schaffen, so gut ich kann.